So, und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich dachte, ich latsche mal gerade wieder durch die Gegend. Eben hat die Sonne noch geschienen. Ich muss nur gerade aufpassen, dass hier irgendwie so kein Zug kommt. Wir sprinten hier gerade einfach mal drüber. Boah. So, und ratet mal, wo wir hier rauskommen. Ja, tatsächlich kommen wir da raus, wo wir vor 2 Folgen angefangen haben. Und es ist schon um einiges schöner grün geworden. Ach, ist das angenehm. Ich hoffe, mir kommt jetzt bei dem schönen Wetter hier niemand entgegengelatscht und hält mich für vollkommen verrückt. Ach, dass die haben jetzt aber überall ihren Müll liegen lassen müssen, ne? Also in Deutschland beschwert sich ja schon jeder Schwein über irgendein Taschentuch oder so. Aber hier ist das noch um Längen schlimmer. So, latschen gleich mal dieselbe Route. Man sieht schon, es ist ein bisschen grüner geworden. Vielleicht, wenn ich in 3 oder 4 Wochen hier nochmal langlatsch, so gegen Ende hin, wenn ich schon bald wieder zurückfliege, ist das hier der reinste Urwald, glaube ich. Naja, aber ein Urwald wird halt normalerweise nicht braun richtig geraten. So, ich habe ja so ein bisschen was zu erzählen. Also als erstes Mal hatte ich ein paar dubiose Begegnungen mit Rehen. Ich war jetzt nicht so der totale Naturtyp oder so, ich bin auch hauptsächlich in der Stadt rumgegondelt. Habe ich aber leider keine Aufnahmen davon, weil einfach die Amis gucken dich so merkwürdig an, wenn du irgendwie mit einer Kamera rumläufst. Das ist richtig abnormal. So. Und auf jeden Fall, hier ist einmal eine kurze Rehszene eingefügt, irgendwie in Zeitraffer. So, und dann sind wir auch schon wieder hier auf unserem tollen Weg. Ich habe extra mal für euch eine kleine Pause gemacht und ich hoffe, mich hört niemand. Hier sieht man schon, irgendwas ist hier braun. Und zwar ganz gewaltig. Es war schon mal schlimmer, aber das machen die Amis irgendwie so. Die brennen immer so den ganzen Waldboden ab, damit da irgendwie neue Pflanzen wachsen können oder so. Ah, unser Biberbaum. Grüße an dich, Moritz. So, auf jeden Fall, ich hatte seltsame Begegnungen mit Rehen. Das eine, das war schon, also wie erstaunlich nah ich da rangehen konnte, das war schon echt heftig. Und ich hoffe, die Kamera wackelt jetzt nicht allzu. Wenn nicht, YouTube-Bildstabilisator kann ich jedem empfehlen. Und die Sonne kommt raus. Wow. Sieht am Handy so schön aus. Auf jeden Fall, ich hatte eine andere Rehbegegnung. Ich bin da eben, gestern die Straße so lang gelaufen. Und ihr habt ja eben schon die Schienen gesehen, ne? Ich war auf der, daneben läuft noch eine Bundesstraße lang. Also ist keine Bundesstraße, ist halt eine, irgendwas. Und auf jeden Fall, ich laufe da so lang und sehe auf den Schienen, sehe ich so ein Reh stehen, ne? Und das kommt dann in den Straßenkram gehobbelt zur Straße hin, logischerweise, ne? Und ich denke, na, wo ist es denn hin? Jetzt muss es doch bald rauskommen. Ist ganz schön anstrengend beim Laufen und noch zu reden, ne? Und auf jeden Fall, ich denke, na, wann kommt's denn? Und dann sehe ich schon von der Gegenfahrbahn so ein rot Metallic Land Rover entgegenkommen, ne? Ich denke mir, oh Gott, und genau in dem Moment springt das Reh auch noch aus dem Gebüsch raus. Ich mache gerade so total merkwürdige Gesten, die ihr gar nicht sehen könnt, aber ist egal. Und auf jeden Fall, die Rehe hüpfen ja mal so, ne? Und das hüpft, und beim letzten Sprung, wo es dann auf meiner Fahrbahnseite gewesen wäre, erwischt es noch der Land Rover und es wird einfach so richtig in die Höhe geschleudert und fliegt so 1,50 Meter vor mir vorbei. Rammelt sich dann noch irgendwie aus dem Straßenkram, läuft ins Gebüsch, aber ich glaube, überlebt hat es nicht. Aber auf jeden Fall, wer kann das schon von sich behaupten, Männer vom Reh erschlagen worden zu sein? Ja, wie auch immer. So. Wir sind, denke ich, auch gleich an unserer Stelle mit dem Wasser. Ach, ich liebe diese Stelle. Ist einfach so richtig chillig. So, ich wechsle gerade mal meine Hände an meinem tollen Handy. Oh. Übrigens, ich freue mich schon total auf Chicago. Chicago gibt es in 2 Wochen. Da gibt es dann richtig fett einiges zu sehen und Bildmaterial und so. Und das wird richtig toll. Das hier ist jetzt gerade irgendwie nur so improvisiert, dass ich einfach so ein bisschen labern kann, was mir so passiert ist und so. Ich kann ja mal so ein bisschen was über die Leute hier erzählen, so was ich aus der Schule erfahren habe und so. Also es ist ganz einfach so, die Leute hier sind, das kann man jetzt vielleicht nur verstehen, wenn man selber zur Schule geht, die Leute sind viel
offener und, aber die Community ist eine andere. Also in Deutschland in Schulen, das ist ja so, meistens braucht das immer so 2-3 Monate, bis ein neuer aufgenommen worden ist, aber dann hat er seine festen Freunde und dann passt das alles. Hier bist du innerhalb von 2 Tagen so drinne und es ist eine große Gemeinschaft und irgendwie ist das alles so durcheinander und ach, keine Ahnung. Aber die Leute sind auch um einiges toleranter. Ich hoffe nur, gerade die Sonne spielt mir nicht allzu sehr ins Bild. Es wird doch gerade relativ hell hier in diesem Urwald. Ihr seht es da oben. Ah, hell. Licht. So, wir kommen wieder an unserem tollen Baum vorbei. Sorry, das musste ich kurz machen. Und vielleicht hört ihr das Wasser schon. Ich höre es auf jeden Fall schon. Bei mir hört man wahrscheinlich nur Rauschen im Video, aber YOLO. Und ja, wir sind gleich da und da mache ich dann auch nochmal eine kurze Pause. Und heißt sonst noch irgendwas von der Woche? Es war eigentlich eine normale Schulwoche. Also ja, es ist auf jeden Fall, keine Ahnung, es ist recht chillig hier. Das Leben ist um einiges einfacher. In Deutschland hast du, ich meine, die Schule ist jetzt nicht einfacher. Du hast wesentlich länger Schule, aber damit kommst du eigentlich nach einer Woche klar. Aber sonst so, das Leben ist um einiges einfacher. Zum Beispiel hatte ich einfach einen Typen in diesem riesen Supermarkt, den ich euch gezeigt habe. Ich hoffe, ich habe es noch nicht erzählt. Auf jeden Fall, der steht in diesem riesigen Supermarkt einfach drin. Okay, jetzt wird es etwas lauter wegen dem Wasser. Der steht in diesem riesigen Supermarkt einfach mitten im Eingang, wo 500, 600 Leute die Stunde durchlatschen. Steht er da, hält sein Handy so gerade vor sich, ungefähr so, und skypt mit seiner Frau und steht da wirklich regungslos. Bis auf einmal seine Frau irgendwas sagt, ich hab's nicht verstanden. Und dann eskaliert er total und brüllt sie so an. Ich konnte nicht mehr. Ach, ist das angenehm. Ich hoffe, mir kommt jetzt bei dem Schwimmwetter hier niemand entgegengelatscht und hält mich für vollkommen verrückt. Ich komm nicht mehr klar, Alter. Oh komm, ich gehe da einfach so lang. Erkläre ich so und bin so total bei diesem Typen, der da mit seiner Frau quatscht und so, ne? Geile Handzeichen, Und oh, meine Lache ist nicht schön. Und ich erkläre da so und denk mir nichts und ja. Und dann ist da dieser Angeltyp, ich weiß gar nicht, ob der auf dem Video drauf ist. Und ich stehe dann so 4 Meter vor ihm und er guckt mich an und so, hey. Und ich so, hey, hast du ja verschieden gone? Und er so, hä, ja, okay. Und ich bin dann erstmal so rumgedreht. Oh Mann, das war so schlecht. Ah nee, ich bleib sitzen hier, ist viel bequemer so. Ich kann nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Komm, ist das Wetter schön, sind überall Leute. Ich glaub's nicht. Oh Mann. Schmeiß mich weg. 3 Uhr 28 nachts. Ja, ich sitze gerade tatsächlich noch hier dran, das Video zu schneiden. Ihr könnt ja gerne mal gucken, wie das aussieht. Es macht auf jeden Fall Hölle Spaß. Nee, ich wollte nochmal meinen Scheiß zum Tag abgeben. Jetzt schön mit dem Headset und so, jetzt wo man mich vielleicht ein bisschen besser hört und so. Ich fand, das war auf jeden Fall schon mal eine richtig geile zweite Woche. Und ich hoffe, dass die nächsten 4 auch noch so werden. Und ja, in 2 Wochen gibt es dann Chicago. Da gibt es dann richtig fetten Video. Und aber nächste Woche bleibt das ganz genauso. Da gibt es Sonntag ein Video, was so alles passiert ist. Vielleicht wurde ich ja diesmal von 2 Rehen erschlagen. Das kann ja alles sein, man weiß ja nie. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, dann lasst ein Like da, erzählt es euren Freunden. Vielleicht wollen die ja auch in die USA. Und dann, gute Nacht, haut da rein. Tschüss.